Ich liebe Sales. Warum? Weil es eine der geilsten kurzfristigen Sachen ist, die ich in meinem Alltag machen kann. Das heißt, ich kann sehr, sehr schnell innerhalb von Wochen Ergebnisse sehen. Das ist also für mich eine der Mikroaufgaben, die aufs Makro einzahlt im Endeffekt. Es ist dieser Kampf, diese permanente, naja, eine Art von Anspannung und eine Art von Spannung und eine Art von Erwartungshaltung. Die Leute geben nie 100% zu erkennen, was sie eigentlich wollen, wie viel Budget sie haben. Entsprechend verhält man sich, versucht das Ganze auszutarieren. Und das ist ein extrem spannendes Feld. Verkaufen, Sales, macht mega Spaß. Kann das jeder? Ich glaube ja und nein. Ja, wenn man tatsächlich dafür brennt, was man macht, wenn man tatsächlich daran glaubt, was man macht, glaube ich, dass jeder ein sehr, sehr guter Verkäufer sein kann. Wenn man nicht dafür brennt, dann auf gar keinen Fall so. Und dann gibt es noch so eine Zwischenversion von den beiden Themen. Das ist nämlich die Arbeit, die man reinstecken muss, um tatsächlich gut zu verkaufen. Was heißt denn erstmal Arbeit? Arbeit heißt machen und Arbeit heißt durchziehen und Arbeit heißt sehr, sehr viele Neins in Kauf nehmen und kämpfen, 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 bis man die ersten Erfolge sieht. Deswegen finde ich Sales so geil, weil es wie so ein Abbild von Leben, von Firmenaufbau, von Sport, von was auch immer ist. Das ist so eine geile Symbolik da drin. Oder sehr viele Parallelen zu anderen Bereichen, in denen man wirklich kämpfen muss, ein Studium, was auch immer, um sein Ziel zu erreichen. Aber hier bekommt man besonders, besonders viele Neins, auch wenn man es gut gemacht hat. Hat man es gut gemacht, weiß ich nicht, aber es gibt viele Neins. Naja, und das hat bei uns dazu geführt, natürlich durch das Wachstum, dass wir jemanden gebraucht haben, der mich unterstützt. Das heißt, ich komme teilweise, ich will ja Geschäftsführer sein und ich will aber auch Sales machen und ich arbeite aber auch im Marketing mit. Also ich versuche noch überall, wenn ich denn nicht operativ mit drin stecke, die Leute mitzumanagen, die Leute mitzumotivieren, mit den Leuten zu sprechen, Feedback zu geben, meine Meinung auf die Dinge zu sagen, zu den Dingen zu sagen. Und die Bereiche, die mir halt besonders am Herzen liegen, sind nun mal neben People, neben der Gesamtstrategie dieser Firma und den Kunden, ist nun mal Verkauf. Vor allem Verkauf, aber auch die generelle Tätigkeit als Geschäftsführer, das heißt tatsächlich dieses Ding hier zu steuern in all seinen Facetten. Und das hieß halt für mich vor einem Jahr ungefähr, dass ich mich entscheiden musste, so wie baue ich mir eigentlich mein eigenes Sales-Team auf. Und da gab es zwei Grundgedanken. Der erste war, dass mir Tim irgendwie gefallen hat und ich dachte, Tim, könnte die Sache ganz gut meistern. Deswegen habe ich letztes Jahr versucht, mit Tim gemeinsam seine Fähigkeiten aufzubauen, mit Tim gemeinsam ihn wirklich durch die Scheiße kriechen zu lassen, wie ich leider sagen muss, weil er hat sich fast ein ganzes Jahr lang Neins abgeholt und hat das durchgezogen. Wir haben Kaltmails gemacht, wir haben Xing, LinkedIn, ich weiß gar nicht, was wir alles letztes Mal gemacht haben, aber hauptsächlich Kaltmails. Und naja, es war halt Kaltakquise. Und jetzt bekommen wir immer mehr Inbound-Anfragen rein und da ist halt auch Tim deutlich zufriedener, dass er mit einer ganz anderen Qualität von Leads umgehen kann, arbeiten kann. Ich habe Tim nicht ausgesucht im Sinne von, du hast die und die Qualitäten, sondern ich habe ihn eher ausgesucht. Ich hoffe, das ist okay, Tim, dass ich das erzähle. Ich habe ihn eher ausgesucht auf Basis seines Charakters, seiner Integrität und seiner Ehrlichkeit, auf Basis dieser Themen. Und ich habe ihn ausgesucht, weil ich einfach glaubte, dass er diesen Hunger irgendwie dabei hat. So, das waren eigentlich die Gründe. Also andere Gründe habe ich nicht. Das waren, glaube ich, die einzigen Gründe, die ich hatte, Tim auszusuchen.
Das war das eine. Das andere war aber auch, ich wusste, wenn das gut läuft, wenn Tim gut das macht, und das hat er gut gemacht, und er hat Bock zu bleiben, dann übernehmen wir ihn. Und er wird so eine Art Biz-Dev-Manager, wird viel an Pitches mitarbeiten, wird viel an Sales mitarbeiten, an Vorbereitungen. Jetzt haben wir das Thema Events mit SqueezeMag und so weiter und so fort. Das steht gerade alles ein bisschen durch die Messe und die ganzen Pitches. Aber ich wusste auch, als ich dann ein paar Monate später mit Patrick die CCO-Geschichte angeleiert hatte und gesehen habe, wie gut er Sales macht, und zwar Sales from Scratch, das heißt keine Inbound-Leads, keine nennenswerten bestehenden Kontakte, keine vorhandene Infrastruktur, sondern einfach neue Seite, neue E-Mail-Adresse, neuer Geschäftsführer Patrick und go. Der hat es ziemlich geil gemacht, wusste ich, auch ihn möchte ich bei uns im Team haben. Zumal glücklicherweise Patrick und Tim sich mega gut verstehen. Patrick ist jetzt Tims Chef quasi, aber wir arbeiten hier komplett auf Augenhöhe und versuchen zu dritt die Zahlen zu erreichen, die wir erreichen wollen. Es ist eine mega geile Jagd. Wir haben unsere, neben unserer Schreibtischinsel hier drüben, haben wir ein großes Whiteboard, das wir jetzt relativ regelmäßig aktualisieren, auf dem wir halt wirklich sehen, okay, fuck, so, das ist safe, das ist noch nicht safe. Jetzt neben allen Pipeline-Tools und so, die wir haben, haben wir halt dieses permanent sichtbare Thema, wie viel Umsatz, was ist der Planumsatz, was haben wir reingeholt, was müssen wir noch reinholen, wo hängt es, an welchen Leads und so weiter. Und das macht echt Spaß. Das heißt, jetzt habe ich Sales-Mitarbeiter, jetzt habe ich Sales-Leute, die das mit mir machen. Wir haben zwar unsere Zielvorgaben, so was wir an Zahlen erreichen wollen, und die sind ziemlich gleich aufgeteilt auf uns drei, aber am Ende arbeiten wir so gemischt an Aufträgen und an Pitches und an Probearbeiten und so weiter, dass man es gar nicht trennscharf machen kann, wer welchen Umsatz jetzt reingeholt hat. Mega geil. Beide haben eigentlich, finde ich, keine Qualifikationen, aber sie machen gut Sales. Jeder hat seine Historie, denke ich. Tim ist Musiker, kann sich gut selbst verkaufen, hat ein super selbstbewusstes Auftreten, ist eloquent und bringt den Scheiß auf den Punkt. Patrick ist ein Terrier, würde ich sagen, in mancher Hinsicht, beißt sich gut fest, sieht die Gelegenheit und rennt ihr hinterher und jagt sie. Ich, keine Ahnung, ich arbeite sehr gerne mit Menschen und möchte diesen Laden hier möglichst weit bringen. Und wenn man das zusammen kombiniert, dann ergeben sich erst unsere Qualifikationen.